Was geht ab, meine Chayas? Hier ist euer M-Motherfucking 3D bei Fable. Ich will mich erstmal ein bisschen umziehen, bevor ich hier einen Heiratsantrag verbreite. Kleidung. Man muss ja auch was Schickes anhaben. Na, vielleicht meinen Body zeigen, das wäre ja was, aber dann rennen mir die anderen Frauen hinterher. Das ist auch nicht ganz korrekt. Wir nehmen das. Mir gefällt diese Kleidung am besten, ehrlich gesagt. Auch wenn die ein bisschen weniger Rüstung gibt. Aber ich glaube, das liegt daran dem Hut hier, ne? Wie sieht denn das aus, wenn wir da meinen? Warte mal, so würden wir jetzt erstmal so aussehen. Ja, wunderbar. Also, sexy, also erotischer geht's ja gar nicht mehr. Vor allem mit der Halbglatze da oben. Und deswegen sollten wir vielleicht doch einen Kopfschmuck tragen. Kopf. Hier so eine Rotschopfperücke. Wunderschön. Nein. Attraktivität minus 18, das ist ja auch für den Arsch. Nee, wir bleiben so. Gut, wie macht man denn ein Geschenk? Hallo? Geschenk? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Ah, ja. Oh, das ist wunderschön. Ich wusste, ihr seid ein Romantiker. Nicht wie andere Helden. Eine Frau in meiner Position kann natürlich keinen Hungerleider heiraten. Zumindest kann man erwarten, dass ein Mann ein eigenes Haus besitzt. Also soll ich mir jetzt ein eigenes Haus kaufen oder was ist hier los? Und ich soll fetter werden. Was? Oh mein Gott. Die soll erstmal ihre Dinger wieder einpacken. Die fallen ja fast raus. Da müssen wir jetzt mal gucken, wo kriegen wir jetzt ein Haus her? Das ist nicht ganz einfach jetzt. Aber wir könnten mal gucken, in der alten Stadt, da war ja noch eins. Was ist denn hier eigentlich? Das ist so gelb markiert. Ach, dieser Laden, ne? Kann man hier auch mal ein bisschen was klauen? Oh, Alter, der hat eine Truhe hinten stehen. Ganz geil. 500 Gold, ja, immerhin. Cool. Und dass es hier keiner bemerkt, ist auch interessant. Aber egal, muss uns ja nicht interessieren. So, was machen wir denn jetzt? Was ist mit dem? Boah, das sieht aus wie von den Village People irgendwie. Ich würde von der Arrestzelle wegbleiben. Da drinnen sitzt ein echter Irrer. Von mir aus, gut. Dann machen wir das mal so. Wir reisen jetzt mal und kaufen uns... Ah ne, warte mal, hier in der Stadt war doch auch ein Haus. Ich erinnere mich. Nur wo kann man das kaufen? Und was kostet das wohl? Weil so reich bin ich ja jetzt auch noch nicht, ne? Wartet, wo war das? Ist das hier irgendwo auf der Karte auch markiert als leeres Haus oder so? Nee, ne? So viel Glück werde ich wahrscheinlich nicht haben. Ich glaube, da oben auf dem Hügel war das, aber bin mir jetzt auch nicht mehr ganz so sicher. Ah, doch. Tritt! Bam! Oh, ein goldenes Huhn. Flieg! Cool, das habe ich ja voll in den Mond geschossen. Ganz geil. Ich hab's voll drauf. So. So wie es aussieht, hier ist es. Das leere Haus. Oder? Häuser und Geschäfte können gekauft werden, wenn ein Verkaufsschild vor der Eingangstür hängt. Die meisten Gebäude ohne Besitzer stehen zum Verkauf. Wenn ihr reich genug seid, könnt ihr in eine Immobilie investieren und sie an andere vermieten. Kauft ein Ehehaus, wenn ihr heiraten möchtet und wohnt dort mit eurem Partner. Ja, das habe ich ja vor, aber wo mache ich denn das? Tja, mach die Tür auf! Oh, ganz krass, schon eingebrochen. Cool! Wieso geht das jetzt? Kann man hier irgendwas plündern? Nein, ne? Ach, schade. Vielleicht ist ja jetzt der Wert von dieser Immobilie gesunken, dadurch, dass ich die Tür zertrümmert habe. Ach, das ist doch ganz romantisch, zwei getrennte Betten, also hier müssen zwei Eheleute schlafen. Ich halte euch unter Beobachtung. Halt's Maul, wer redet denn hier? So, ja, wie kaufe ich denn das Haus jetzt? Ist hier irgendwo so ein Immobilienmakler oder irgendwas? Eieiei, was machen die das denn immer so kompliziert? Ich will wissen, wie ich das Haus kaufe. Tja, das heißt wohl irgendjemanden suchen oder was, ne? Wo kann man ein Haus kaufen? Außer wenn man jetzt einfach hier seinen Scheißhaufen in die Ecke setzt, so... Und sagt, das ist meins! Ich hab's markiert! Da spüren doch schon Fliegen rum, oder? Ja, wunderbar, dann gehört es eindeutig jetzt mir. Aber nee, jetzt mal ernsthaft, wo kaufe ich jetzt das Haus? Das ist ja diese Grundschule, oder? Ja. Tja, dann, ich kann mir nur noch so vorstellen, beim Bürgermeister oder sowas in der Art. Aber wo soll das hier sein? Und reichen uns 57.000? Bestimmt, oder? Was ist hier? Irgendeine verschulte Schenke, kann das sein? Ich finde nichts Interessantes. Ich glaube, das habe ich auch schon ausgeplündert hier komplett. Ja. Okay. Dann probieren wir es mal bei dem anderen in diesem
alten Dorf, Oakville oder wie das Ding hieß, ein Haus zu verkaufen. Ja, wunderbar. Das ist genau das, worauf ich hinaus will. Hoffentlich ist das schöner. So, wo ist das Haus? Das war jetzt, glaube ich, in diese Richtung hier irgendwie. Weil hier ist ja auch ein Dorf, das ist dann kleiner, ist so kleiner und leichter zu finden, dann wird es schon irgendwie werden. Kann ja wohl nicht so schwer sein, ein scheiß Haus zu kaufen, oder? Welches Haus steht denn eigentlich leer? Bestimmt unseres, hä? So das, wo wir früher gelebt haben. Das könnte ich mir so gut vorstellen. Ja, das steht auch leer. Tja. Dieses hübsche Ehehaus für 5000... Wie bitte nur 5000? Dieses Ehehaus vermieten, nein. Ganz geil, das hat nur 5000 gekostet, was das? Dekoration dieses Hauses für... Ja, komm, für schöner. Auf, komm, die sind reich, was los? Naja. Schön ist relativ mit den Fliegen, aber ist ja egal. Das ist aber definitiv kein Ehehaus, oder? Stellt eine Trophäe aus, indem ihr sie auf einem Trophäenpodest platziert. Sie steigert den Wert eures Besitzes und kann euch höhere Mieten einbringen. Ganz geil. So. Und wie kriege ich die Dinger da rein? Ich habe mal wieder keine Ahnung. Inventar. Oder ist da unten was markiert? Nein. Okay, dann gucke ich nochmal. Inventar. Gegenstände. Trophäen. Die haben ja so einen gewissen Wert. Hier war doch irgendwas mit 3000, oder? Keine 3000. Ach, 300 war das. Champion-Siegel. Ganz geil. Oh, jetzt hab ich's wieder weggenommen. Scheiße. Wartet, Inventar. Gegenstände, Trophäen, Champion-Siegel benutzen. Hier hängen mir jetzt auch noch irgendwas an die Wand. Wenn man es jetzt verkauft, soll es ja einen höheren Wert bekommen und dann kann man es doch bestimmt wieder klauen, oder nicht? Gegenstände, Trophäen. Ja, haben wir noch irgendwas anderes? Na, nur Tausende. Schade. Gut, benutzen. Ganz geil. Dann verkaufe ich das jetzt. So. Euer Ehehaus für 14.000 Gold verkaufen. Jawohl. Jetzt brauche ich nur noch einbrechen und hol mir meine Scheiße wieder. Aha. Boah, damit kann man doch unendlich Geld scheffeln, oder bin ich bescheuert? Dieses hübsche Ehehaus für 11.000 kaufen. Ja, okay, nur noch 3.000 Gold gewinnen. Nein, alles klar, wir haben ein Haus gekauft. Verschönern braucht man es nicht unbedingt. Wartet mal, dann portet man es nochmal in die andere Stadt. Jetzt weiß ich ja, wie man den Scheiß verkauft. Hier, ein Haus zu verkaufen. Ah ne, genau, voll late war das. Da will ja keiner wohnen, ich bitte dich. Wo ist denn die andere Stadt? Helden, ach, reisen wir einfach zur Heldengilde. Oder war das Südbauerstown? Ja, hier war das. Gut. So schwer ist das ja gar nicht. Mann, ich kapiere das Spiel endlich mal. Yibi. Dann kaufen wir uns hier noch die Hütte. Und gucken, was wir vermieten und was nicht. Wo sind wir jetzt hier gelandet? Ich glaube... Ah, hier ist der Barbier. Gut, dann müssen wir da oben hoch. Ah, ist ja ganz simpel. Aber ich glaube, wir müssen trotzdem noch fetter werden, kann das sein? Ja, aber wie machen wir das denn am besten? Egal. Wir kaufen uns erstmal diese riesengroße, geile Hütte hier. Dieses hübsche Ehehaus für... Wie bitte? Nein. Das ist mir echt erzählt, das kostet weniger als... das andere. Wir verschönern es mal ein bisschen. Nein. So. Wow, auf jeden Fall schon viel edler gemacht. Ganz geil. Oh ja. Warum sind die Betten nicht zusammengeschoben? Ist ja auch egal. Dann läuft halt nachts nichts, ist auch egal jetzt. So. Jetzt gehen wir nochmal zu unserer hübschen Verehrerin. Oh, ich hab ein Kind weggetreten. Okay. Dann los geht's. Jetzt bin ich mal fett gespannt, ob die jetzt uns heiraten will. Ich glaube ja ehrlich gesagt noch nicht. Wahrscheinlich bis uns komplett die Haare rausgefallen sind, dann will sie uns heiraten. So gefällt sie uns noch nicht. Ne, so gefallen wir ihr noch nicht. So. Ah, ich bin gespannt. Aber wenn die sagt, wir sollen noch fetter werden, dann, ne? Wie mache ich denn das dann am besten? Da muss ich wohl viel Scheiße essen anscheinend. Fleisch und so ein Mist, ja? Dann müsste ich das ganze Gemüse, was ich habe, mal verkaufen. Naja, wir werden es schon herausfinden. Ich werde es schon noch herausfinden. Wird schon.
Es freut mich sehr, dass ihr ein Haus besitzt. Es wäre kein schöner Gedanke, dass ihr nur wegen des Geldes heiraten wolltet. Nein! Würdet ihr eine Heldentat für mich vollbringen? Vor einiger Zeit kam mir ein Halsband abhanden. Es ist mir sehr lieb und teuer. Könntet ihr euch in der Stadt umhören? Es muss doch jemand etwas darüber wissen. Ich beobachte euch sorgfältig. Boah, haben wir romantische rote Augen. Aber na gut. Wir müssen jetzt ein Halsband besorgen. Oder irgendwie sowas, ne? Gut, wen soll ich denn da ausfragen? Warum geht ihr nicht einfach nach Hause? Ganz komisch jetzt. Warte mal, ich frage einfach mal hier in den Hütten nach. Oh. Hier habe ich gerade das Glück zu klauen. Das mache ich mal ganz kurz. Was? Ausgehgewand habe ich da, ne? Ganz krass. Was habe ich hier? Glänzendes Obergewand. Jetzt kommt mir gerade eine sehr behinderte Idee. Kleidung, Gewänder. Wo ist denn das? Muss ich jetzt mal ganz kurz durchsuchen. Ach du Scheiße. Dann wäre das theoretisch gesehen möglich, dass ich... Oh mein Gott, das ist ganz schön. Das will ich mir gar nicht vorstellen. Also, ich stelle mir das gerade so vor, wenn ich dieses Kleid anziehe und die Perücke aufziehe. Oh mein Gott. Dann könnte ich doch als eine Transe durch die Gegend laufen, richtig? Ach du Scheiße. So, okay, egal. Ich frage jetzt erstmal irgendjemanden über dieses Halsband-Ding da aus. Könnte ich noch irgendwas... Ja, ich glaube, hier habe ich schon geklaut. Uninteressant. So, wo mache ich denn das am besten? Ist das jetzt überhaupt in der Quest drinne? Inventar. Ne, Karte muss ich gucken, ne? Zwei Gemischtwagenläden, ein Tätowierer. Ein Haus zu verkaufen. So. Ein Haus zu verkaufen. Das Haus haben wir doch schon gekauft. Das gehört uns. Na, ich sehe jetzt hier nichts. Scheiße, oder muss ich nochmal mit dir reden? Ich blick's nicht, ich blick's nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass die Tür hier zu ist, aber dann machen wir uns mal die Tür auf. Was? Grund und Boden von anderen zu betreten ist ein Verbrechen. Wenn ihr die Warnung der Dorfbewohner missachtet, werden die Wächter gerufen. Ihr sollt sofort gehen. Was wollt ihr hier in dieser... Ich will schon noch was fragen. Man munkelt, dass die Lady auf Freiersfüßen wandelt. Ich möchte nicht in der Haut des armen Teufels stecken. Irgendwas stimmt nicht mit der. Wusstet ihr, dass ihre Schwester verschwand? Spurlos. Zuletzt sah man sie beim Haus der Familie Gray. Niemand weiß, was passiert ist. Tut mir leid. Okay. Das sagt mir aber trotzdem nicht, wo dieses scheiß Halsschmuckding da ist. Auf keinen Fall. Ja, wir bezahlen ganz kurz. Ihr habt also schon von ihrer Schwester gehört, hä? Niemand weiß sehr viel über unsere Bürgermeisterin. Wusstet ihr, dass sie stets das Halsband ihrer Schwester trägt? Ah, okay. Sie trägt also das Halsband ihrer Schwester, aber sie hat es ja anscheinend nicht mehr. Sonst müssten wir es ja nicht suchen, oder? Wir fragen sie nochmal aus, vielleicht klappt es ja. Habt ihr schon etwas von meinem Halsband gehört? Ja. Aber noch nichts Relevantes. Aber ich gehe mal hier in die Bude rein, geht das? Nee, ne? Scheiße. Ja, weißt du, hat eine riesen Villa, aber bleibt hier draußen stehen. Wo ist die Logik? Naja, egal. Muss man ja nicht wissen. Wen könnten wir denn noch fragen? Ich glaube, wir schlafen erstmal. Das wäre das Klügere. Denn dann kommen auch die Leute mal wieder raus, die man dann befragen kann. Warte mal, den könnte man noch fragen. Die Bürgermeisterin scheint euch zu mögen, aber denkt bloß nicht, dass ich euch aus den Augen lasse. Ja, ist okay. Boah, das sieht echt aus wie der eine von den Village-People, muss man echt mal sagen jetzt, ne? Und bleibt weg von mir! Halt die Klappe, geh doch mal aus dem Weg, Penner! Ich komm nicht vorbei! Verschwindet hier! Halt's Maul! Ich will schlafen! Ja, jetzt. Will schon nichts passieren, Mensch, da mal mich kurz hinlege. Halt's Maul. Oh, für alles muss ich die Strafe bezahlen, Mann. Wie sehe ich da aus? Wie ein Bons oder was? Meine Fresse, ist ja furchtbar. Ja, ja, du mich auch. So. Kurz abbezahlt und weiter geht's. Wen kann man hier noch fragen? Ich glaube hier niemanden in diesem Dreckschuppen. Nee, scheiße. Oh, halt die Schnauze. Den da hinten haben wir gefragt, den haben wir gefragt. Was ist denn jetzt schon wieder? Mit dem kann man nichts mehr anfangen. War diese Brutalität wirklich nötig? So, hier kann man auch mit niemandem reden. Nein, nein, nein. Da. Ihr seid der Lady wirklich verfallen, was? Ja, leider. Also, wenn sie Informationen sucht,
solltet ihr mit den Männern in der Stadt reden. Es gibt ja solche Klatschbasen in North Bowerstone. Man sollte meinen, die hätten was Besseres zu tun. Ah, North Bowerstone. Und wo? Sagt, dass ihr wieder bei Sinnen seid. Werdet ihr mir jetzt helfen? Nein. Sagt nicht, dass sie euch auch erwischt haben. Ich wusste, sie hat einen Zauber benutzt, der alle Helden in Dummköpfe verwandelt. Hey! Ihr müsst sie bekämpfen. Wir müssen ihr dunkles Geheimnis enthüllen. Der hat schon gesehen, dass wir ziemlich düster sind, oder? Voll Trottel. Ja, ich muss sagen, ihr habt Mut. Tja, wo kann man denn sonst noch irgendjemanden fragen? North Bowerstone. Wo sind wir denn hier gerade? Wir sind in North Bowerstone. Das andere wäre Süd Bowerstone. Alles klar. Dann gehe ich schon mal kurz hier rein. Oh, hier kann man doch bestimmt auch noch was klauen, ne? Jawohl. Oben noch schnell was mitnehmen. Eine komplette Kiste. Ganz geil. Halsband. Scheiße. Ich hab gehofft, aber irgendwie wurde nichts raus. Naja, egal. Dann würde ich einfach mal sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss.